Ja, hallo, ich bin der Vari und ich möchte euch eine neue Kamera zeigen. Freundlicherweise teilweise zur Verfügung gestellt von Wanbang Tech. Auf der Kamera selbst befindet sich dann gar kein Name, kein Firmenname. Die heißt dann einfach nur Hunter Cam, Trail Cam, Play Camera, sowas irgendwie in der Art. Ihr habt es vielleicht gerade gesehen auf dem Aufkleber, 10.000 mAh. Hier ist nämlich ein Akku verbaut. Der Wechselakku ist dann dafür gedacht, dass man den zu Hause auflädt und diesen hier dann sozusagen herausnimmt und den vollen Akku einsetzt. Um den herauszunehmen, ist ein bisschen merkwürdig. Hier steht On, Off. Geht man auf On und dann kann man den herausnehmen. Aufgeladen wird da unten durch den Port, das ist 12 Volt Anschluss. Man kann aber auch, das ist nämlich ein bisschen gut durchdacht, wenn man den Akku einlegt und wieder auf Off geht, kann man den Akku von unten auch laden. Und das Ladegerät hat so einen Langstecker, dass es hier unten durchpasst. Mitgeliefert wird eine Speicherkarte, 32 GB. Und was ich wieder positiv finde, der Clip am Gurt ist aus Metall. Die Kamera hat hinten sehr große Aufnahmen für ein Seilschloss. So, dann kommt man ein bisschen dichter ran, dann sieht man das Menü. Die Einstellungen dieser Kamera sind ganz normal, so wie bei allen anderen Kameras. Und was ich sehr gut finde, ist, diese Kamera piept nicht. Als erstes ändern wir mal die Sprache, weil wir sprechen ja auch Deutsch. Seit Datum. Bewegungsmelder stelle ich auf hoch. Hier können auch Mäuse rauf, deswegen hoch. Aufnahmeabstand. Okay, 5 Sekunden. Lassen wir mal 5 Sekunden. Tonaufnahme ist klar. Videolänge 25 Sekunden. Das hat sich rentiert. Auflösung. 20 FPS ist mir zu wenig. 1080p. Wie immer. Serienaufnahme, ein Foto, Fotoauflösung 8 Megapixel, Modus, Foto und Video. Das ist alles, was ich brauche. Ich formatiere noch schnell die Speicherkarte und stelle mein Passwort ein. Und dann ist die Kamera betriebsbereit. Ich mache noch das Schloss ran und dann sehen wir uns in, naja, einer Woche oder so, sehen wir uns sozusagen wieder. Riesige Aufnahme hinten. Wanbang Tech. Da sind nur zwei Aufnahmen drauf? Kann doch nicht sein. Es sind 400 Aufnahmen drauf. Aber die Tonqualität überrascht mich nicht. Wie gesagt, Wanbang Tech hat mir teilweise etwas zur Verfügung gestellt, und zwar einen Wechselakku. Und den setze ich jetzt mal ein. Hier ist etwas, was mir nicht gefällt, und zwar, man sieht hier die einzelnen Adern. Im Laufe der Zeit wird das abreißen. Was mir dann noch nicht gefällt ist, ich ziehe den Akku hier beim Rausnehmen immer an diesem Kabel vorbei. Gefällt mir auch nicht. So, dann kommt jetzt der neue Akku rein. Und dann ist die Kamera wieder betriebsbereit. Und jetzt muss ich wieder meckern. Hier hat sich jemand Gedanken gemacht, einen Wechselakku einzubauen und einen Wechselakku auch dazu zu verkaufen. Ich könnte jetzt sozusagen 3 oder 4 so eine Akkus kaufen. Aber derjenige, der sich die Gedanken gemacht hat, hat sich ja dabei was gedacht. Aber der Hersteller hat es billig umgesetzt. Hier in diesem Akku ist nämlich ein Hohlstecker verbaut und es wird ein Netzteil dazu geliefert, damit ich den Akku aufladen kann. Wenn ich die Kamera kaufe, ist exakt dieses Netzteil auch mit dabei. Das heißt, ich habe jetzt die Kamera mit Akku und Netzteil und wenn ich einen zweiten Akku kaufe, bekomme ich wieder ein Netzteil. Warum? Hier drinnen ist eine Ladeelektronik eingebaut. Wenn die Akkus Unterspannung haben, schaltet die Elektronik, die hier drinnen verbaut ist, die Spannungsversorgung ab. Somit werden die Akkus geschützt. Ist alles wunderbar. Aber warum Hohlstecker? Warum nicht USB-C stellt bis zu 20 Volt zur Verfügung? Und ich kann die Elektronik auch so bauen, das ist gar nicht so teuer,
dass es egal ist, ob ich jetzt 5 Volt anschließe mit dem normalen USB-C oder mit dem PD, mit dem Power Management, der dann bei älteren Modellen zwischen 9 und 12 Volt tackert oder mittlerweile sogar bis 20 Volt. Das kann man bauen. Das ist eine ganz kleine, billige, simple Elektronik, die man hier einbauen kann. Das sind ein paar Cent, die das Ding dann mehr kostet. Aber ich habe nicht die Kosten, ständig neue Netzteile zu bauen und die mitzuliefern. Das ist, das verstehe ich wieder nicht. Warum macht ihr einen Schritt vorwärts und gleich wieder einen Schritt zurück? Den Rest seht ihr dann in der nächsten Sequenz. Nach einigen Wochen bin ich wieder zurück bei der OneBankTec mit wechselbarem Akku. Ein Konzept, was mir gefällt. Ich habe diese Kamera jetzt nochmal umgestellt auf 720p, um zu gucken, ob die Bildqualität ein bisschen besser wird oder nicht. Blende ich auch gleich mal 2 Vergleichsvideos ein. So, also einen Unterschied hat man eigentlich kaum gesehen. Diese Kamera bleibt jetzt aber nicht hier, sondern die baue ich jetzt ab, die nehme ich mit, weil der Ton ist ja nun doch wieder mal nicht so besonders schön. Ich zeige euch jetzt die Aufnahmen, die sie gemacht hat. Könnt ihr euch ein Urteil bilden über die Bildqualität? Die ist nicht ganz so gut, die könnte sich auch noch verbessern. Wenn man diese Kamera kauft, ist ein Akku bereits mit bei. Ein zweiter kann man extra kaufen. Die Links packe ich unten rein. Und da könnt ihr ja mal reinschauen, wenn ihr Interesse habt.
waren ja ein paar schöne Aufnahmen dabei. Ich zeige euch natürlich nicht alle, weil die Kamera hat hier bestimmt 500 Aufnahmen gemacht. Meine Videos kommen immer freitags um 12, wenn es keine technischen Probleme gibt. Heute habe ich das Funkmikro vergessen, deswegen gibt es so viele Umgebungsgeräusche. Wenn ihr abonnieren drückt, dann verpasst ihr die neuesten Videos auch nicht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Ciao, euer Bari. Nicht zentrieren, umdrehen. So, die Wanbatec Wanbang. Oh. Schloss weg. Na super. Sitze ich bestimmt drauf. Genug aufgeregt. Die Qualität des Bildsensors, ob die Bildqualität sich ein bisschen besser. Zeige ich mal zwei Vergleichsvideos. Meine Videos kommen immer freitags um 12. Nee, jetzt kommen erstmal die Videos. Wenn ich.